Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Montag, den 8.2.2016. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir blicken heute auf einen schwachen DAX. Er kann zwar heute etwas stärker eröffnen und hier so mal 60 Punkte ansteigen, aber nach dem Hoch bei 9.328 Punkten wurde der DAX hier massiv abverkauft. 360 Punkte hat er nahezu ohne. Zwischenstation jetzt gemacht. Wir sind an der psychologischen 9.000 Punkte Marke angekommen. Da sind natürlich jetzt Erholungstendenzen möglich. Nichtsdestotrotz hat sich die Lage ja deutlich verschlechtert. Viele Aktien sind auch weiterhin bärisch äh, im DAX. Ähm, jetzt ist es so, dass wir kurzfristig überverkauft sind. Ähm, auf dem Wochenchart ist das nicht positiv, was hier letztendlich passiert ist, denn da wurde die Wochen EMA 200 gebrochen. Und das führt dazu, dass wir hier vermutlich eine Korrekturausdehnung auf die 8400 Punkte in Zukunft sehen werden. Das heißt, in der jetzigen Variante ist es wahrscheinlich, dass wir die 8.4 anlaufen. Jetzt aktuell, für den ganz kurzfristigen Zeitraum, sind wir schon stark überverkauft hier auf dem M15 Chart, so dass man davon ausgehen kann, dass eine Erholung möglich ist. Erholungen können erstmal bis 9100 Punkte gehen, aber die nennenswerten Marken sind immer noch Short orientiert. Der Markt ist auch noch weiterhin Short und die nächste Short Möglichkeit wäre dann hier bei 9200 Punkten, also ein bisschen vielleicht wackelige Stabilisierung, eine wackelige Stabilisierung könnte hier eintreten bei 9000 in Richtung 9,1. Aber so die interessanten Shorts kommen erst später aus der Korrektur heraus. Das sehen wir auch im NASDAQ beispielsweise. Im NASDAQ haben wir hier Gegenwärtig auch eine sehr überverkaufte Lage. Pullbacks sind möglich bzw. Rückläufe. Aber wir haben hier auch neue Tiefs gemacht. Das sieht man auch hier deutlich. Das ist nicht wirklich positiv. Äh, Im Falle einer Erholung könnte man die Erholung nochmal shorten bei 4080 Punkten. Ähm, von einer Erholung gehe ich jetzt auch aus, zumindest für, den, für die nächsten Stunden kurzfristig betrachtet. Wenn wir uns den Dow Jones angucken, dann sind wir am Vorwochentief angelangt. Und hier ist eine durchaus etwas stärkere Unterstützung vorhanden bei 15.940 bzw. 15.862 Punkten. Geht es unter 15.856 Punkte, kann man davon ausgehen, dass der Dow Jones nochmal auf die 15.450 läuft. Ausgehend von diesem Unterstützungsbereich wäre dann da erst ein kleiner Abpraller möglich. Ja, also. Die Lage ist deutlich, äh, deutlich eingetrübter, auch was den Nasdaq anbetrifft. Und gerade der DAX, äh, leidet natürlich auch unter der signifikanten Schwäche seiner, seiner äh, Titel. Ähm, und DAX und Nasdaq laufen so ein bisschen parallel. Wenn man sich zum Beispiel Amazon anguckt, hier ist der wichtige Unterstützungsbereich von 550 Dollar gebrochen worden. Und damit steht jetzt, stehen jetzt eigentlich in der Amazon-Aktie zwei Kursziele aus. Einmal die 500, die 450er-Marke. Das ist die wochen ema 100 in Gelb eingezeichnet und hier unten die Wochen-EMA 200 inklusive dieser letzten Tiefs. Das heißt, die Amazon-Aktie hat mehr oder weniger zwei interessante Unterstützungszonen, die sie hier übergeordnet anlaufen kann. Und vor allem aus mittel- und langfristiger Perspektive ist natürlich Amazon oder die Aktie von Amazon ähm, ein Wachstumskandidat mit Potenzial. Ähm, mit dem Rohstoff der Zukunft, Wissen, Daten und äh, Amazon als Unternehmen als solches. Ist ja nicht nur ein reiner in Internetkonzern mehr, sondern man kann schon fast sagen, ein Lebenskonzern. Ähm, zumindest entwickelt es sich dahin, dass es in viele Lebensbereiche ähm, Geschäftsfelder erschließt. Und das macht es eben so ähm, interessant. Von daher die Amazon-Aktie 2, 450 und 380. Bei 380 ist eine sehr, sehr gute Unterstützung erreicht. Das wäre eine sehr interessante Möglichkeit hier äh, mittelfristig, falls die Aktie überhaupt so weit fallen sollte. Da zu kaufen. Aber letztendlich muss man sagen, auf Monatsbasis hatten wir jetzt ausgehend vom Februar 2010 einen Anstieg von 106 auf insgesamt 700, versechs- ne, bzw. Versiebenfachung. Und äh, wenn er jetzt da mal wieder einiges abgibt an diesen Anstiegen, dann wäre das so gesehen nur mehr oder weniger im erwartbaren Rahmen. Auch Facebook, muss man sagen, ist jetzt mittlerweile hier ziemlich stark unter Beschuss. Wenn selbst Outperformer-Aktien wie Facebook nachgeben, zeigt das da zeigt das durchaus Schwäche im Gesamtmarkt. Hier sieht man, hier ist die Gesamtlage noch nicht so dramatisch. Also da sind normale Korrekturen völlig möglich. Aber auch da sind wir schon ziemlich weit gelaufen sodass so, ich jetzt hier nicht zwangsläufig äh, jetzt noch auf Long-Position setzen würde. Und also da, da muss noch ein bisschen was an Korrektur kommen. Bayer zum Beispiel, die ganzen DAX-Aktien brechen ja jetzt hier durch. Ja? Man, man sieht es hier auf dem Wochenchart, das ist ja nicht positiv, wenn die neuen Tiefs generiert werden. Die 8.300 oder 8.400 wäre simultan in der Bayer-Aktie 85 Euro. So, dann haben wir natürlich noch die Deutsche Telekom, die ist ja auch kurz davor, auf dem Monatschart zu kippen. Gleichzeitig haben wir. Äh, noch weitere, Deutsche Bank. Ja, da hatten wir gesagt, wenn er die bärische Flagge hier triggert, das war die, das Teil hier unten, dann sollte es weitergehen. Die 10-Euro-Marke steht aus. Also, charttechnisch gibt es nichts, was die Marke hier halten sollte. Ähm, die ist eigentlich auf dem Weg in die Einstelligkeit. Zumindest aus der Erfahrung heraus und bislang aus der Statistik heraus. Das haben wir bei E.ON gesehen, das haben wir bei RWE schon in, in die Richtung gesehen und das werden wir auch bei der Deutschen Bank mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen. Der Bankensektor ist sowieso extrem schwach, sowohl in Amerika als auch in Deutschland. Also, der Bankensektor ist einer der wenigen, ähm, die hier ähm, schon extreme Underperformance aufweisen. Und das lässt auf eine mögliche, ich will nicht sagen Finanzkrise schließen, aber zumindest äh, ist, ist das ein kritischer Punkt. Dieser, dieser schwache Bankensektor. Weil man letztendlich natürlich schaut, wir stehen am Ende eines Zyklus, wir haben jetzt acht Jahre Zins, Niedrigzinsphase gehabt. Und ähm, ja, die, die längste Börsenrallye der letzten 100 Jahre waren durchschnittlich vier bis sieben Jahre lang. Jetzt sind wir schon im achten Jahr der Börsenrallye. Also mag sein, dass da äh, vielleicht noch was kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt eher korrektive Jahre sehen, steigt zunehmend an. Ja, acht gute Jahre und jetzt vielleicht mal zwei, drei mittelmäßige. Das, äh, zu diesem Thema und da ist natürlich äh, in, in so einem Umfeld, wo vielleicht noch die Zinsen angehoben werden. Äh, ja da, da, man, 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 man sieht die Unsicherheit, man spürt sie nicht, man sieht sie ähm, und das ist auch ein Grund, warum beispielsweise jetzt schon Gold anzieht. Gold ist schon relativ dynamisch, hat die Tagese A 200 lange hinter sich gelassen, hat auch schon einen interessanten Anstieg. Naja und jetzt wird es in Gold eben relevant sein. Richtige Panik sollte im Markt erst dann auftreten, wenn Gold über 1300 steigt. Gold ist so ein bisschen das Panikbarometer. Und ähm, ja, aktuell wird es sich hier in Gold entscheiden. Ich bin sehr gespannt, ähm, was dann hier ab 1.3 los ist. Deswegen auch hier im Goldchart einen Blick drauf werfen. Das war es von meiner Stelle aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.